ist zu breit. Ziel eliminiert. Okay, es ist alles gut. Wer ist die Kasse? Halt's mal. Ja. Alles erledigt. Wir haben keine Ahnung, dass wir da sind. Den Sniper habe ich in der Gatling Gun. Oh, sehr schön. Den habe ich gerade auch im Visier. Den habe ich in Hoden geschossen aus Versehen. Ja, perfekt. Teamwork. Was steht da oben? Ist die Schrift gerade über der Schrift? Damit man das nicht sehen kann? Nein, das eine ist mit Graffiti. Das eine ist offiziell bolivianisch und das andere ist von der Ghetto-Typen. Ach so, ach Gott, das hat komisch. Ja, ich dachte auch gerade, ich so, hä? Was ist jetzt los? Ja. Die haben den Untertitel oben drauf gesetzt. Genau. Den Rebelleningenieur. Siehst du auch so festgefahren, Müll auf dem Boden? Alter, hier, die Sonne ist gerade aufgegangen. Guck mal, die Sonne geht auf, wenn wir hier rüber rennen. Oh, das sieht schön aus. Wo hast du sie? Beim Lagereingang. Ich kann das hier, wenn es hier, schon wieder. Ja, das, genau, das Tal, ne? Ja, auf meiner Seite auch, hier, beim Wasser. Ja. Auf genau. Beim, boah, da links auch. Genau. Geil. Ja, heftig. Das sieht wirklich cool aus. Oh, hier ist ja so ein Dicker, habe ich gar nicht gesehen. Oh. Boah, rechts. Da kommt einer zu dir, den sehe ich nicht. Ich krieg ihn nicht markiert. Boah, da ist doch noch einer bei dir. Was? Und die hat mich mit. Das Auto ist neben mir explodiert. Das ist ein Typ. Der steht genau beim Container. Links und er schmeißt eine Granate, pass auf. Boah, du stehst genau mit dem Rücken zu ihm. Danke. Danke, Ezio. Mörser! Jo. Ach, dann hat mich das erwischt. Der ist oben auf dem linken Dach. Jo. Getroffen, Junge. Wenn ich mal ein Ei schmeiße, dann geht's ab hier. Frohes an. So. Okay, Alarm. Da steht einer. An der Brücke und betet. Unser gemeinsamer Freund Pakatari schickt uns. Das ist der Ingenieur wahrscheinlich. Wahrscheinlich wollten sie gerade hinrichten oder so. Sag mal, Leute, hab ich euch erst nicht neulich rausgeholt? Das ist nicht euer Zuhause. Raus hier. Der hat ja eine Krone. Der Typ hat eine Krone auf! Wie geil ist das denn? Auf einem Minimap. Kann man den hier reinpacken? Ja. Ja. In den Gepäckraum. Ich gehe in den Gepäckraum. Okay. Kann er da rein? Nein, aber ich kann da rein. Ja, geil. Genau. Right, ich weiß, Bro. Ey. Weißt du, was so geil wäre, wenn du da jetzt einfach die Klappe aufmachen könntest und so aus der Hüfte mit der Handwaffe schießen könntest oder so, weißt du? Ja, das wäre geil. Das wäre ja, Kofferraum so mit dem Spalt offen und danach schießt von dort. Okay. Das wäre cool. Vorne rechts ist der Reifen platt, das heißt, irgendwann wird mir die Felge wegplatzen. Wir wollen DJ Perry aus Radiosignal kapern. Wie viel? 900? Oh, wir müssen, sag bloß, wir müssen in die eine Basis jetzt wieder. Das ist der Feindgerei. Nee, da durch. Ja, wir müssen da durch zumindest, ja. Okay. Ja, vielleicht hätte ich... Wollen wir nicht lieber tauschen, dass er im Kofferraum ist? Ah, nee, nachher wird er noch was mit so einem Kofferraum schießen. Durch sieben sie den Kofferraum. So, genau, auf die Latte oder so. Dann lass mich jetzt hinten sitzen. Kann ich aus dem Fenster schmeißen. So. Oh. Pflanz dich da rein. Ernsthaft? Okay. Jetzt mach das. Nein, du hast ihn angequatscht. Du musst einsteigen. Du musst einsteigen, so, den Stecker rein. So, jetzt will ich vorne sitzen. Setz dich hinten rein. Okay. Der eine guckt auch schon, was machen die da? Genau, rein, raus, rein, raus. Wir werden ganz hin da oben, okay. Muss ich hoch und dann. Okay, alles klar.
Sehr schön. War gut. Ja. Gerade so nicht ganz Vollgas gegeben, gerade so am Maximum Gas gegeben. Hat echt gut geklappt. Oh, hier, die Sonne kommt wieder. Das ist auch immer geil. Und die Sonne so kurz. So, oh, hier ein Tanklaster. Nicht, dass wir die Intensität jetzt ramme. Fehlt mir auch noch. So wie bei 21 Jump Street, wo sie immer denken, irgendwas explodiert und dann immer so, oh mein Gott, es geht! Oh, ich hätte jetzt gedacht, er wäre hochgegangen. Genau. Und dann am Schluss der Hühnerwagen. Genau. Nicht alles explodiert unbedingt. Wir müssen ihn nur abliefern, so wie es ausschaut. Ja. Mies wäre jetzt, wenn hier zum Beispiel ein Hinterhalt wäre, weil das die beiden Hügel hier hätten perfekt für den Hinterhalt. Das stimmt, ja. Aber das ist ja unsere, ja, unsere Basis. Geil. Hier mit Kuhfänger und Gepäckträger. Geil. Oh, wahrscheinlich Videosequenz wieder. So. Bereit und sicher. Gumpa, ich danke Ihnen. Die Sendung könnte ein größerer Sieg für uns sein, als uns klar ist. Oder auch nicht. Carajo, keine Sorge. Ich erledige das und dann sehen wir. Carajo. Ja. Bleiben Sie am Kartellradio dran. Läuft alles nach Plan. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua. Pak Kataris Rede wird im ganzen Land gehört. Der Nico war schon immer ein Idiot, aber jetzt steht der Swayo wie einer da. Ey, mit der pink-grünen Maske, Alter. Hat er sich selber zusammengenäht. Ey, sieht ja geil aus. Oh ja, ich habe eine Rhino-Waffe freigeschaltet. Hast du die auch? Ja. Was ist denn das? Eine AK oder was? Also auf jeden Fall... Nee, oh, eine Rhino. Video. Video verfügbar. Ich zieh das mal rein. Eigene Operation halten. Die Lorbeeren dafür ernten sie ja sowieso. Also... Ein Gewissen ist gefährlich. Vor allem für die Person, die es hat. Ramon Feliz konnte nicht mit sich leben. Er war kurz davor, den feigen Ausweg zu wählen, als... Anscheinend hatte Feliz trotz seines Wechsels zu uns noch eine Quelle, die bereit war, ihm Informationen zu liefern. Um Chivato. Informationen, die ich jetzt kannte, da Leute von mir seinen Computer überwachten. Es ist ein Jammer. Hätte Ramon gewusst, was unterwegs war, hätte er sich getötet. Ich muss ja sagen, der Boss hat ja echt Charme, ne? Muss man ihn echt lassen. Gewöhnlich schreibt er über Santa Blancas Wohltätigkeitsevents. Aber heute Morgen hat er gemeldet, das Kartell handle mit Kindern. Ich wette, jetzt ist jemand sauer. Sorgen macht uns vor allem Svenjo. Finden Sie Feliz und sichern Sie den Beweis, bevor ihn das Kartell mundtot macht. Klingt ja ganz einfach. So, ich will mal kurz was zu schnabulieren, dann geht's weiter. Okay. Ja. Wie gesagt, wir können das ja nochmal genauer bequatschen und... Na klar, das auf jeden Fall. Guck mal auf... Okay, Leute, es geht weiter. Wir haben mal kurz eine kleine Pause gemacht. Bro, schau doch mal gerade links. Wir sind hier in unserer Basis. Und was ist links auf der Minimap? Eine noch größere gegnerische Basis. Genau. Geil. Fällt ja gar nicht auf, die Rebellenbasis hier, und dass jetzt hier ein Hubschrauber startet. Ja. Wirklich, ne? Ernsthaft? Also ich muss sagen, ich habe mich hier echt in diese Gegend habe ich mich ein bisschen verliebt. Das ist mal wirklich was echt einzigartig. Er ist schon wieder rausgesprungen. Das ist hier echt was Einzigartiges mit diesen einzelnen mit diesem Mausoleum, mit den Denkmälern, mit den einzelnen Reisfeldern oder was das sein sollen. Ja, das stimmt. Hier auf dem Bergwerk. Mit dem Bro, der einfach mal einen Körper macht, weil er unbedingt an diese Kiste will, die da unten ist. Statt einfach mal sagt, so, hey Bro, da ist noch eine Ressource. Nein! Ja, ich habe mich abgeschnallt und gehe jetzt dahin. Ich markiere sie. Schade, ich wollte gerade wegrammen und sein auf dem Bub. Aber leider, weil du die festgehalten hast, hast du dich gerade wieder rangeglitscht. Ja, denkst du. Ja, schade. In der Luft ist eingeschieden.
So, irgendwo ist hier jetzt noch so eine Handgranate oder was das sein soll. Handgranate? Ja, hier ist irgendwo eine Handgranate im Berg. Okay. Ah ne, über uns da. Hä? Ach, bin ich gut. Ja, ich nehme alles. Da ist aber noch ein grünes Auto, sehe ich gerade. Eine Mission ist da noch. Egal, wir machen erstmal hier das hier, was immer du da markiert genau. hast. Machen wir eine Reihe nach. Wir haben, Hauptmission haben wir jetzt ja keine, ne? Nö, jetzt ist nur noch alles abgraben. Okay, das heißt auch mit Fragezeichen kommt jetzt noch. Genau. Auch da ist ein Dokument. Ja. War das hier nur ein Fragezeichen oder gab es hier was? Ah, nee, da, Fragezeichen und ein Dokument gibt es hier, genau. Fragezeichen haben wir ja. Ja. Wir können ja versuchen, eine schnelle Rein-Raus-Nummer zu machen. Ja, das sowieso. Heute gibt's kein Vorspiel, heute geht's trocken. Ziel eliminiert. Noch hier was außer das? Nee, ne? Nö. Okay. Frohes neues Jahr, Karen. Auf Zivilisten. Frohes neues Jahr, Karen. Versehentlich zu Weihnachten gefeiert. Herr Svenio kommt nicht wirklich in Fest. Ja, dann können wir uns gleich wieder verziehen. Letztens bin ich mit ihm durch Pokhara gefahren. Und er lässt mich auf so einem Hügel irgendwo im Nirgendwo anhalten. Und da zeigt mir der Kerl. Ich hab schon das nächste markiert. Du müsstest mal fliegen, kannst du, weil ich komme auf Fahrerseite komme ich nicht mehr rein. Achso. Du müsstest dann nur den Sitz wechseln. Ja, ich hatte falsch Knopf gedrückt. Ja, ist kein Ding, ist kein Ding. Ah, ich hoffe, der Rotor hält hinten. Okay. Sieht gut aus. Oh, müssen wir aufpassen, dass der Hubschrauber nicht abhaut. Achso. Hier sind Bagger. Ja, schade, nicht so ein gepanzerter wie den wir da ganz am Anfang mal hatten, bei dieser Scheißmission, wo wir so ausgeklinkt sind, weil die Gegner immer direkt gespawnt sind. Auf den Scheiß schießen konnten. Die Drohne ist oben. Eine Scheibe von ihm abschneiden und ein Ego von der Größe Russlands wachsen lassen. Eine Scheibe von abschneiden und sich ein Ego von Größe Russlands wechseln lassen, Alter. Was ist das denn für ein Spruch? Der lässt sich ein Ego wachsen, wie Russland groß ist, Alter. Das ist ein schöner Spruch. Hast du gerade wen abgeschossen? Weil wir waren gerade gejagt. Ja, ich hab drei Leute habe ich abgeschossen. Die sind jetzt eigentlich nur noch einer hier. Okay, ich gehe langsam ran an den Hubschrauber. Ich markiere sie dir gleich, dann kannst du sie sehen. So. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich glaube, ich habe den Piloten. Da, ich markiere ihn mal. Ich glaube, das ist der. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Nummer 2 ist es. Ich bin mir aber nicht sicher. Die 2 müsste es sein. Ich lag schon mal kurz den anderen an. Sehe ich jetzt hier nicht. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Nein, Quatsch. Er ist es. Wie mache ich die weg? Das ist der Pilot. Der hat ein Headset auf und raucht. Die Nummer 1 ist es. Das ist der Pilot. Gut. Tango getroffen. Ja, ich kann durch Wände schießen. Hier, wenn du mal sehen willst, so sieht er aus hier. Der hat richtig so einen Helm auf. Ach, der hat richtig einen Helm auf jetzt mal. Ja, stimmt, der hat einen Helm auf. Hier ist ein Dokument auf der anderen Seite, ne, mit den anderen Dingern. Ja, ja, ich sehe auch schon, da oben ist noch eine Waffe. Wie komme ich denn? Ach, hier links. Hier ist ein abgebrochener Zaun. Für uns bei einem großen Typen, Alter. Hier, nimm doch mal den abgebrochenen, alles klar. Hui, Nachschub. So, jetzt muss der blinde Icehawk mal wieder. Der Generator ist übelst rot, wenn man auf Nachtsicht, auf Thermosicht macht. Ach, von außen. Hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Im Dunkeln. Achso. Ich sehe eine Waffenkiste. Oh ja, das ist eine richtige Waffenkiste. Cool. Zu meinen Stiefeln. Ha! Eine Mac 10. Jetzt haben wir die auch endlich mal.
Koffer. Okay. Ich höre die ganze Zeit einen Hubschrauber. Ist das unserer? Bro? Ich glaube. Ein Dokument. Das kann sein, dass das unser Hubschrauber ist. Ja, aber. Der ist noch an. Okay. Und macht da hinten erstmal Staub. Ja, da war da hinten voll Staub. Auf der Straße. Siehst du ihn? Direkt vor uns? Ja, ich sehe ihn. Ja. Aber bei mir ist er aus. Bei mir ist er aus. Bei dir ist er aus? Ja, bei mir ist er aus. Ich guck jetzt durch und der ist aus. Kannst dir die Folge reinziehen, Bro. Okay. Oh, ich liebe das, wie unsynchron dieses Spiel ist. Aber echt, Hammer. Weißt du, wie haben wir es überhaupt geschafft, so weit zu kommen in dem Spiel, wenn sowieso das Spiel macht, was es will? Und wie überhaupt, dass wir überhaupt noch irgendwie einen Kill sammeln? Ich kann mich wundern, wenn er gleich anzeigt, ach, vor 2 Milliarden Jahren hast du mal einen Typen führt. Jetzt haben wir endlich das freigeschaltet. Genau. Oh, hier rechts im Nebengebäude sind noch ganz viele Ressourcen, hast du gesehen? Nein. In der kleinen Hütte hier. In der kleinen Hütte? Ja, 3 Stück. I'm laughing. Ein kleines Lager. I'm laughing. Oh, ist ja wie so eine Schatztruhe hier. Aber ich habe mal Otto wieder gesehen. Ich glaube, so ein kleines Special. War auch wieder voll die geilen Sachen. Mit dieser ganzen neuen Sprache. Hashtag und so, E-Mail und was nicht alles. Wie er das auf Deutsch übersetzt hat. Das war so geil. Kriege ich gerade nicht zusammen, weil ich das nur einmal kurz gehört habe. Aber wenn ich es mal höre, sage ich es dir. Das ist aber so richtig so dieses Joe und Kelly sitting in the kitchen. Joe und Kelly sitzen im Kitchen. Weißt du? Und so hat er das dann mit E-Mail und Hashtag und was nicht alles. Hat er so geil gemacht, ey. Auf diese dummen Ideen kommen. Allein schon wieder, was das wieder bedeuten könnte. Oh, so, okay. Muss mal gucken. Bei der nächsten Aufnahmesession erzähle ich es dir. So richtig. Ja. Englisch für Insiders, Englisch für reingefallen. Genau. Balkis, ey. Der geht jetzt auch schon auf die 70 zu. Ich glaube, er ist sogar schon 70. Neulich habe ich mir mal ein Medley von Mike Krüger reingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee kam. Alle Songs über die Bundeswehr. Ach stimmt, wo wir gesungen haben. Bin ein Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Da habe ich das, als ich die Videos bearbeitet habe. Habe ich mal wieder richtig Bock drauf gehabt, die zu hören bei ihm. Habe ich mal bei YouTube eingegeben. Hat einer sich echt eine Liste mit 20 Liedern zusammen gemacht. Voll geil. Sogar noch richtig die Oldschool-Lieder von früher, wo er noch so langes Haar hat und so. Oh hier, die Lamas, die gehen übelst ab. Was ist denn hier los? Boop. Na, wenn ich das nicht... Das ist, nenne ich doch mal eine geschmeidige Landung, Girl. Nicht schlecht. So, kurz mal aufsteigen, die Rebellen. Hallo sagen. Was geht ab, Rebellen? Alles klar bei euch? Der kommt zu mir. Der geht einfach mal so. Was haben die denn hier auf dem Boden? Weißt du, ich kann ja verstehen, dass man im Lagerfeuer Karten spielt, aber dass die auch Chips dabei haben, mit Einsätze? Echt jetzt? Ja, gucken wir mal. Oh, schön, mit einer Satellitenanlage da oben. Nice, Berg, Schnee. Das Geile ist, wenn du jetzt weiterfliegen würdest, ne, Richtung immer geradeaus, wo du jetzt gerade hinfliegst, kommen wir in ein nächstes Gebiet mit 4 Totenkopfschädel. Aber da ist nur, wie du siehst, Berg und Schnee. Zum Beispiel dieser Riesenberg da im Hintergrund, den du da siehst, ne? Das ist das nächste Gebiet, da müssen wir auch hin. Ach, hier wieder. Die singen schon sich wieder hier, die Besoffenen. Irgendwie voll schön, ich weiß auch nicht, ich habe gerade voll so einen grinsenden, wohligen Gefühl, so einfach so Bro-Action. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie gerade voll glücklich und zufrieden, dass wir beide zocken. Ich weiß auch nicht, irgendwie.
Obwohl das Spiel wieder scheiße war. Oh, ich hab gerade den geschmissen. Achso, das schmeiß ich jetzt auch schon mal. Ja, es macht einfach Spaß, wie wir da reingehen. Ja, ist auch so. Was ist denn jetzt los? Ich habe nur eine Dreierbürste. Ach, ich habe nach links gedrückt. Unten sind noch zwei Leute. Einen habe ich. Einer ist noch da. Hast du ihn? Ja, habe ich. Ich gehe rein. Computer, hacke ihn. Da steht. Oh, hier ist noch einer. Oh, du bist voll an einem vorbeigelaufen. Ach nee, du bist oben rein, ne? Wenn du die Treppe runtergehst, hinten gerade durch. Achso, ich dachte, du bist bei mir mit unten mit eingestiegen. Mein Fehler. Ich bin blöd. Naja, ist gut. So, er kommt jetzt. Er ist raus. Ne, welchen Schatten sehe ich denn hier? Entweder sind hier noch zwei oder ich habe gerade irgendwie von oben durch die Decke deinen Schatten gesehen. So, jetzt sind hier Rebellen. Die sind mit drin. Einer ist auf jeden Fall drin. Wenn du jetzt die Treppe runtergehst, gerade durch ist er. Ja, jetzt hat er ihn. Ja, wir haben ihn. 20 Sekunden. Ich sag dir, diese Rebellen, ne? Wollen wir das mal nächste Session machen, so als Challenge? Nur Rebellen reinschicken in die Mission? Stimmt eigentlich, könnten wir auch machen, ne? Ja. Ja. Mal gucken, ob das so klappt, weil, ey, die sind so genau. Hast du ja gesehen. Und hat ihn. Und der hat gerade mal so mit einem halben Schädel nur rausgeguckt aus der Deckung. Stimmt. Hier oben, ne? Wo das Ding, vergiss das nicht. Ach so, ja. Ich suche das gleich so. Wo liegt es? Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Oh, da gibt es ganz viele Objekte. Das ist sehr schön. Da ganz? Also. Weil da gibt es drei oder vier Sachen, die wir jetzt erledigen können. Ein Gebiet erkunden, das Ding klauen, irgendwas anderes noch. Das ist schön.